Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir hier das Steuerbüro erforscht und sind die fertig? Wir sind fertig, bedeutet wir können in den Turm, setzen wir jetzt eiskalt das Steuerbüro von uns. Was ist das? Studienkammer ermöglicht den Raum, um Baupläne zu studieren und dessen Geheimnisse zu erlernen. Okay. Ermöglicht es euch, einen Gerichtsvollzieher zu benennen? Ah, ne, das kann ich auch drüben bauen, das ist wurscht. Ich hätte gerne noch eine Schatzkammer. Und vor allem hier auch nochmal eine Schatzkammer, weil wir brauchen mehr Kohle im Lagerbereich. Steuerbüro, da setzen wir doch mal ein paar Leute ein hier, oder? Ich kann nur einen einsetzen. Langweilig. Bin gespannt, wie das jetzt mit den Steuern ausschaut. Wie gut das dann Geld macht, weil wir sind ja relativ groß schon. Also ich glaube, andere sind nicht bei sozusagen so spät erst aufgestiegen zu der Stufe mit Steuerbüro, wie ich das jetzt gemacht habe. Und ich weiß auch gerade nicht, wieso. Das ist auch fertig, oh mein Gott, wir können backen. Jetzt sollte unsere Nahrung auch wieder steigen, weil jetzt, das seht ihr gerade, Nahrung ist am Ende und wir gehen so in die Binsen gerade. Wir können hier auch noch eine Sammlerhütte hinstellen. Das ist vielleicht auch gar nicht doof. Und meine, ich weiß nicht wieso, aber es geht gerade so miserabel, mein Hals. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass es so miserabel einem Hals gehen kann. Wie geht's denn meinem Heer eigentlich? Kann ich das schon wieder mal aussenden? Verwundet, verwundet, groß auf 5 verwundet. 6 verwundet haben wir. Wir sind sogar unsere Stärksten wahrscheinlich auch noch dazu. Ja, dann warten wir. Wir haben keinen Stress. Da haben wir dauernd Leute verloren. Mittlerweile haben wir nur Verwundete. Aber ich glaube, das wird sich auch ändern, sobald wir immer mehr Leute haben. So, da bewegen uns jetzt die ersten Leute. Rennt ernsthaft der Sammler einmal um die halbe Karte rum, um dort sammeln zu gehen? What the fuck? Du willst 5 Brot. Nee, sorry. Jetzt hat absolut gerade Nope. Das ist sowas von Nope bei mir. Ich brauche 50 vom Punkt, um die ganzen Klostersachen freizuschalten. Aber wer zur Hölle will ein Kloster? Das kostet mich doch wieder wahrscheinlich Tonnen an Geld, oder? Also mir fehlt auch noch hier Punkt im kriegerischen Bereich. Aber nur 5, dann kriege ich den Handelsbonus. Was natürlich auch wieder geil ist. Wie schaut es mit dem Holz aus? Holz schaut grässlich aktuell aus. Ich habe auch eher gesagt, dass es deswegen unsere Kohle auch so niedrig ist, weil sie so wenig Holz kriegt. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir jetzt auch direkt anfangen, alles vorwärts zu bereiten für die Förster und alles. Ästhetik. Oh, das war der falsche Button wieder. Forsthaus. So. Schauen wir mal, wie gut das hier vorangeht. Unser Dorf scheint ja so ein bisschen im Ruheschlaf zu sein, im Schlafmodus. Wie schaut es hier aus? Wie könnte ich zumindest... Muss ich mehr Dorfbewohnerplätze machen, wo ich Sachen verkaufe? Kann das das Problem sein, dass einfach nicht genug Platz da ist für die Leute zum Einkaufen? Und du siehst ja, wie extrem der Anlauf hier alleine ist teilweise. Ich glaube, das war ja Kleidung. Wir machen nochmal einen zweiten Kleidungsladen irgendwo hin. Glaube 1, okay. Nee, ich würde gerne am Dorfplatz rumbasteln. Gib mir nochmal hier kurz. Das ist der Tisch, perfekt, genau. Dich stellen wir hier hin. Kriegst du wieder eine rote Mütze auf und Bau beginnen. Man sieht schon, mir fehlt schon wieder Holz. Das ist ein Wahnsinn. Mir fehlt dauernd Holz. Das ist uncool. Aber man hört es nur. Kling, 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 kling. Hier geht so viel Geld über die Bühne. Das ist ja unglaublich eigentlich. Wie geht's mit meinem Bauvorhaben? Ich glaube, die hängen gerade alle bei der Kirche oder irgendwo. Apropos,
Der Schäfer ist da. Oh mein Gott, wir können den Schäfer jetzt bauen. Yes, endlich Schafzüchten. Nur ein paar Schäfchen, das sind doch nicht mal viele. So, alles gut. Oha, wir machen voll die Kohle. Aber schaut euch das mal an, wie es hier abgeht. Allein der Dorfplatz, da geht es ja voll ab. Und guck mal, da geht der erste Baumeister wohin hin. Na, die bauen die ersten Fischer, schau dir es an. Dann sollte unser Fisch auch für die Zukunft gesichert sein, wenn es hier so weitergeht. Ich glaube, wir haben halt einfach viel zu viel Holz aktuell. Das könnte echt problematisch sein, dass wir so viel Holz... Ich weiß gar nicht, wo wir überall Holz verbrauchen. Aber wir können ja mal kurz die zwei Köhler anhalten, die wir gebaut haben. Weil die werden gleich unseren Hauptverbrauch darstellen. Wer braucht denn noch hier Holz? Du nicht? Du auch nicht? Das sind eh nur die beiden, die hier die ganze Zeit das Holz fressen. Und wenn die jetzt mal kurz Zeit geben, damit sich hier unten alles erholen kann und wir eine hohe Holzproduktion starten können, bin ich voll zufrieden, weil sobald es hier fix steht, haben wir so viel Holz, dass wir so viel Kohle produzieren können und Eisen, wie wir wollen. Wäre auch geil, so tonnenweise Eisen produzieren, wie so eine Eisenfabrik. Brrr. Durchgehend schönes Eisen auch raushauen an der Stange, schön geschnitten hier. Vier Passanten haben sich zwei entschieden, da zu bleiben. Ja, das ist das beste Dorf der Welt, Jungs. Und die Kirche ist auch bald wieder erweitert. Das ist wahrscheinlich gerade unser Hauptverbrauchspunkt. Was fehlt denn da noch? Ich weiß noch nicht mal, wie ich einen fucking Pfarrer krieg. Wie krieg ich einen fucking Pfarrer in diesem Game? Nope, es werden gerade keine befördert. Ich kaufe noch ein bisschen Territorium. Weil ich's kann. So. Eigentlich kann ich gleich das auch noch kaufen, dann habe ich schon so viel Territorium wieder. Warum kann ich dann hier anfangen zu erweitern auch? Habe ich echt noch einen Holzfäller extern hier? Ja, hier. Ich habe echt noch einen Holzfäller. Wow. Abbau. Oh Gott, hier ist ja noch überall Abbaugebiet. Ach du Scheiße, ja, da war ja was. Das können wir hier auch mal definieren. Hier können wir auch gerne abbauen gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Holzfäller noch eingestellt sind eigentlich. Das muss alles weg hier unten. Alles muss in den Ofen. Und indem sie das hier wegräumen. Und deswegen produzieren wir wahrscheinlich keine Eisen mehr, weil ich das hier weggepumpt habe irgendwann mal. Wir haben hier 54 Eisen drin. What? Okay, dann funktioniert das ja trotzdem noch. Wie viel Eisen? Oh, wir haben fast kein Holz. Also, sie scheinen hier ordentlich zu arbeiten. Alles fehlt halt voll am Holz. Alter, das ist schon nicht mehr feierlich. Wo bauen wir hier? Ich hab hier irgendwo hier habe ich einen Baupunkt. Warte mal. Pracht hat neue Stufe an Freischaltungsmöglichkeit. Ja, schön. Was? Oh, jetzt kann ich das bauen, oder was? Ah ja, cool. Jetzt fehlt mir halt hier noch so ein bisschen was, ne? Dafür muss ich jetzt... Oh Gott, ich kann bald ein Kloster bauen. Dann wollen sie ein Kloster haben. Ah! Die Inselbesiedlung beginnt langsam. Ja, ja, ich habe schon gesehen, dass ihr das so toll findet gerade. Huch. Und die Kirche sollte natürlich alle sehr erfreuen. Ja. Platz ist da. Kohle ist auch da. Es läuft gerade einfach zu gut. Ich glaube, das erste Mal failen war wirklich wichtig, damit ich check, wie dumm ich eigentlich bin mit dem Game. Schau dich an, wir liegen konstituierlich bei 1340 Gold. Und das ist natürlich genius. Und ich würde sagen, wir können hier noch eine Holzbrücke eigentlich hinsetzen. Bauen. Obwohl, sperrt es dann den Leuten die Durchgang? Testen wir das doch einfach mal. Und ich wollte ein billiges Holzbrückchen bauen. Hallo! Aber lass mal das erstmal. Wir haben fast kein Holz. Ich überlege schon wieder eine Holzbrücke zu bauen. Obwohl ich kein Holz habe, ne? Wirklich schlau bin ich auch nicht im Schädel. Da hat mir schon der liebe Gott schon wieder in den Kopf geschissen. Was brauchen wir denn hier? Bretter. Wie viele Bretter haben wir? Die Förster sind also viel schneller eigentlich gebaut als das andere Zeug. Aber der wird natürlich jetzt wahrscheinlich in der Reihenfolge alles abarbeiten.
Was vielleicht auch schlau wäre. Ich bin eh so viele Leute hier, ne? Aber da kann ich sozusagen schon zufügen. Ich hätte ja gerne ein Dorfbewohner. Nach Beruf sortiert. Du wirst Baumeister. Baumeister. Und Baumeister. Sieh mir Baumeister, wir haben, desto besser geht es hier alles voran, glaube ich. Und vor allem haben wir eine bessere Routine im Kreislauf drin, ne? Oder wenn einer mal nicht kann, kann der andere... Oh, jetzt fangen sie an mit den Förstern an. Ich habe dich da reinlaufen sehen. Da, schade, da hat sich nicht gerade was verändert. Der entfernt gerade die Bäumchen, nice. Und da bringt jemand schon die 10 Bretter und dann ist die Aufforstung noch nicht perfekt. Oh, ich freue mich drauf, wenn wir da sehen, wie der Wald schön wächst. Das wird geil. Da steht schon die erste Ausforstung. Aufforstung. Wir machen hier schon mal Aufforstgebiet fest. Also was ich gerne hätte, ist hier so einen fetten Streifen vor, auf jeden Fall. Das Gebiet lassen wir aus. Okay, lassen wir das hier noch ein bisschen weiter aus, weil hier müssen natürlich die Leute auch arbeiten können. Dann natürlich hier rüber. So. So. Was natürlich wichtig ist, um die Häuser selber soll ein bisschen Platz bleiben noch, damit sie ordentlich arbeiten können. Genauso hier. Können sie erstmal einkreisen und dann so sagen, nope. Da machen wir das anders, dann machen wir das so. Da machen wir jetzt auch, da sehe ich es nämlich schon. Das ist halt scheiße, dass wir jetzt einkreisen, wenn man keinen wirklichen Plan hat. So. Voll machen schön. Dann sage ich hier so, nope, der Bereich nicht. So. Und dann tun wir jetzt hier noch mal ausziehen. So. Das ist gleich das perfekte Gipfel. So, genauso wollen wir es jetzt haben. Ah ne. Hier auch noch die Coastline so ein bisschen vollbauen. Forsthäuser wurden fertig gebaut. Ich glaube, die Großforstung kann dann nämlich bald schon beginnen. So. Baumarkt hinzufügen. Da tun wir einfach alle langsam hinzufügen. Die dürfen gerne alles hier anbauen. Da bin ich vollkommen offen, was das angeht. Zack. Hauptsache, sie bauen jetzt mal direkt genügend Bäume an. Dass wir dann auf der anderen Seite langsam den Abbau beschließen können. Beziehungsweise müssen wir es nicht abbauen, aber wir müssen jetzt sozusagen wenigstens alles rüberschicken. Weil drüben können wir rein theoretisch natürlich auch sagen, ja, dann ist halt hier sozusagen der Jagdforst oder sowas. Wer weiß. Und die ersten Fischerhütten stehen auch schon. Nice. Die ersten drei sogar. Da kommt hier einer rein. Und hier einer rein. Und hier kommt einer rein. Nice. Ganz gechillt. Ach ja, die fangen hier schon wieder an abzubauen, weil das im Weg ist. Und die ersten Bäume werden schon gesetzt. Unsere Setzlinge setzen schon erste Früchte. Und ich glaube, wir brauchen noch einen Förster für hier hinten. Und dann können wir nicht hier schon sagen, wir brauchen hier ein Holzfällerlager. Wir brauchen hier ein Holzfällerlager. Und natürlich hier vorne auch eins. Und dann setzen wir noch hier eins hin. Und dann sind hier überall Holzfällerlager und die können die ganze Zeit roden, wenn unsere anderen wieder danach sitzen. Ich glaube, das wird eine mega geile Aktion. Das Geld geht zwar gerade ein bisschen in die Knie, aber für das Experiment will ich das unbedingt mal machen, weil das muss so geil werden. Fährt der dahinter zum Fischen? Wollt ihr mich verarschen? Ist es denen jetzt zu nah oder was? Hä? Die Inselbesiedlung wird vollzogen. Und schaut, wie schick schnell das alles wächst hier. Schick, schick. Schick, 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 schick. Dann kann nicht der Förster hier drüben weg.
Der Förster kann weg und der Holzmann kann weg und dann kann der Jäger hier sich so ein bisschen selber breit machen. Wir können das vielleicht ein bisschen ummodeln. Oder wir schicken auch irgendwann den Förster hier oder den Jäger hier rüber und sagen, okay, das Eckgebiet ist zum Beispiel für dich bestimmt oder so. Ist ja auch kein Problem. Und dann bauen wir irgendwann hier noch Brücken hin von A nach B. Ganz, ganz easy. So, was haben wir denn noch für Schiene? Haben wir eine schöne Militärmission für mich? Die sind alle relativ gut dabei und alle wieder gut drauf. Bedeutet, wir kriegen wieder eine schöne Mission. Wir machen hier mal eine einfache und schicken dort Leute hin. Wir machen zwei einfache. Nein, oh, das war dumm. Jetzt habe ich auf Mission abbrechen geklickt. Ich voll Horst. Dann schicken wir halt nochmal nur eine schwere. Akzeptierte Mission. Ich wollte eigentlich die einfache. Hier Soldaten mit reinschicken. Oh, aber senden wir euch hier los. Senden. Zack. Hoch. Extrem. So. Senden. Und mal Versuch für weitere Missionen hier. So anzeigen. Senden. Jetzt werden hier wieder Leute reingeschickt. Sehr niedrig. Niedrig, mittel, hoch. Da kommt jetzt der Rest des Heeres mit, weil das scheint irgendwie die schwerste Klappe hier. Die schwerste Mission zu sein. Jetzt haben wir keine mehr. Und jetzt tun wir die senden. Jetzt haben wir insgesamt drei Missionen gleichzeitig laufen. Das ist das Größte, was wir bis jetzt hatten. Drei Heere marschieren einzeln los. Und ich glaube, wir werden so reich durch solche Aktionen mittlerweile, dass das eigentlich schon unglaubwürdig ist. Wie, es fehlt schon wieder eine Kirche. Oh, Mensch, Meyers. Was steht denn hier? Ich weiß es gar nicht. Ah, Gebäude fertiggestellt. Hier. Da kann ein Dorfbewohner rein hier. Und da kann hier nochmal ein Pappel, eine Eiche, eine Kiefer und ein Ahorn gebaut werden, ne? Und du hier, da können auch mal wieder so ganz gemütlich zwei Holzfäller rein. Denn wir müssen jetzt hier auch natürlich sagen, baut ab. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.